Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Ich stehe deswegen vor diesen Figuren, von dem Figuren-Shop, weil ich hab offscreen ein bisschen Rubine gefarmt und alles und habe jetzt hier sämtliche Figuren bis auf zwei gesammelt. Na, und eigentlich bis auf 8, weil die letzten 6 kann man halt nur freischalten, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Eigentlich die 2, die wir im Moment noch nicht haben, die kann man, weil die haben wir noch nicht so im Spiel gesehen. Deswegen besuchen wir die jetzt. Und außerdem, was ich noch offscreen gemacht habe, ich habe ein paar Glücksfragmente gefarmt. Weil einen dieser Charaktere kann man bloß treffen, wenn man Glücksfragmente vereint. Also holen wir uns jetzt erstmal den, für den man keine Glücksfragmente braucht. Der wohnt hier oben auf dem Berg. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte, was der kürzeste Weg ist. Ja, einfach da runter. Und dann können wir uns hier auch gleich das goldene Vieh holen. Das ist ein bisschen nervig zu bekämpfen, wie ihr vielleicht merken könnt. Na, jetzt stirb doch endlich. Danke, Robin. So. Ach, verdammt. Und dann geht's hier wieder den Berg hoch. So. Wie die aber auch gezielt auf einen rauffallen. Egal. Und hier links müssten wir gleich einen Eingang sehen. Da müssen wir rein. So, dann hier wieder runter. Oh, da ist gleich schon eine Wand zum Eingraben. Da gucken wir uns jetzt mal zuerst an. So, und da oben ist auch gleich ein Herzteil. Stirbst. So, und Herzteil eingesackt. Jetzt haben wir 14 Herzen. Sehr gut. Stopp. Die Fee hätte ich vielleicht einsammeln sollen. Na egal. Vielleicht noch merkt eine mysteriöse Wand. Ja. Hier, bitteschön. Eine wundersame Wand, na, wie auch immer. Eine sehr robuste Wand ist das. Lass uns warten, bis mehr Freunde kommen. Wo sind wir? Hier riecht es so lecker. Ah, es ist jemand gekommen. So, und da brauchen wir jetzt bloß noch einen Geron. Müssen wir auch mal gucken, wo man die von Eisenbahn findet. Dann nehmen wir jetzt endlich mal hier hin. Und wir treffen den Eremiten. Ich bin der Eremit von Gungulberg. Ich habe der Welt entsagt, um zu meditieren. Du siehst aus wie ein Kind und dennoch bist du hier. Wegen deines Mutes möchte ich dich etwas lehren. Auf dem Weg nach hier oben ist dir vielleicht eine verdächtige Wand aufgefallen. Probier es doch mal mit Bomben. Okay. Haben wir aber schon. Vielen Dank. So.
Hier, bitte einmal Fragment zum Mitnehmen, bitte. Perfekt, es geschieht bestimmt etwas Gutes. Ja, hoffentlich. Gut, dann können wir jetzt wieder runter vom Berg. Und nochmal ganz schnell nach Stadt Hyrule. Oder will ich mir jetzt noch was holen, was ich vergessen habe? Und zwar mit dem Greifenmantel können wir jetzt in die Glocke springen. Und dann fällt ein Herzteil raus. Was wir natürlich mitnehmen. Okay. Kann ich noch mit irgendeinem Fragment befreien? Ne, sieht so aus. Wo ich gerade Terry so sehe. Auf zum Wald von Telloria. Fragmente? Nee. Können wir mal ganz kurz gucken, ob vielleicht Fester Fragmente vereinen will? Ja. Hier bitte. Unglaublich, sie passen perfekt. Ja, sehr gut. So. Jetzt müsste doch gleich... Ja, da fängt er an zu blühen. Der blaue. Juhu, der blaue Telloriander blüht. Das haben wir allein dir zu verdanken. Danke. Wir wollen neue Telloriander-Sorten hier züchten. Dazu benötigen wir rotes Elixier. Wo gibt es das bloß? Wer könnte es uns bringen? Ja, das werden natürlich wir machen. Und zwar kann man sich halt das rote Elixier nur von der Hexe kaufen. Und die lebt ja hier auch im Wald. Waren wir da schon drin? Mal gucken. Nee. Und was gibt's hier? Ein blaues Glücksfragment. Okay. So. Oh Gott, wir können da jetzt schwimmen. Ging's hier rein? Nein. War hier sonst noch irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Dann machen wir uns wieder groß. So, hier haben wir noch vorne Truhe erscheinen lassen mit einem roten Glücksfragment. Wow. So. Können wir mal kurz noch hier reingucken. Ah ne, hier waren wir offenbar schon. Okay. Kommando zurück. War hier drin schon? Ein Deko-Händler. Tut mir leid. Ach so, nee. Danke. Mal gucken, was der für Fragmente will. Oh, was kriegen wir jetzt da? Oh, einen goldenen Octorok. Okay. So, schwimmen wir mal hier durch. Den Octorok nehmen wir auch gleich mit. Der ist relativ einfach zu besiegen, weil er halt nicht so schnell ist.
bringt aber deswegen auch weniger Rubine. Egal. Hier, ich will ein rotes Elixier haben. Rotes Elixier, neu und besser. Nur 150 Rubine die Operation. Kaufen. Gut, mit dir können wir nichts mehr machen. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder nach da unten. Ups. Oh, Bomben. Da ist eine Wand. Wieder durch den Baumstamm zurück. Jetzt brauchen wir ja nicht mehr auf das Zeug warten, einfach durchschwimmen. Geht schneller. Und dann wieder ab zurück ins Dorf der Waldmännisch. Ey, rotes Elixier, hier bitte. Hey, was hast du da? Ist das nicht rotes Elixier? Ist das für uns? Ja. Hier, bitte. Wunderbar, danke. Jetzt heißt es wieder forschen ohne Ende. Freue ich auf das Ergebnis. Und gleich mal Fragmente vereinen. Oh, was ist denn das? Ach, in der Stadt. Okay. Gut. Haben wir das erledigt? Ups. Dann gehen wir doch jetzt erstmal wieder zurück nach Stadt Hyrule. Und fragen einfach mal jeden, den wir treffen, ob sie Fragmente vereinen wollen. So, zuerst klappern wir die Schule ab. Du nicht. Du auch nicht, also geh aus dem Weg. Du auch nicht. Du aber. Ja. Was kriegen wir da? Eine Truhe, wie es aussieht. Ja. Hochebene von BL. Gut, Kinder sind nicht mehr da. Dann können wir jetzt hier wieder rausgehen. Schnell mal die Pegasus-Stiefel. So, jetzt du? Nee. Du, du, du. Ich glaube, mit dem Zug geht's sowieso nicht. Hast du Lust? Nee. Du? Nee, auch nicht. Übrigens, hier habe ich die ganzen Rubine gefarmt für die Muscheln. Jetzt habe ich einfach die ganze Zeit gegen die Wand gerannt, bis ich 900 Rubine hatte. Und ja, die habe ich dann gegen Muscheln eingetauscht, die Muscheln dann gegen die Figur. Das ist halt der wirklich schnellste Weg, um halt an die ganzen Figuren zu kommen. Du hast keine Lust. Vielleicht einer der Arbeiter hier. Nein, nein, nein. Auch nicht. Okay. Dann halt nicht. Kam mit dir? Nee. Du auch nicht. Wieso wollen die alle nicht? Ah, du. Hier, bitte.
So, sie passen perfekt. Okay, dann überziehen wir jetzt noch ein bisschen und gehen zum Hyliasee. Ich vermute mal, da gibt es jetzt auch die letzte wundersame Wand. Ich nehme auch gleich meinen Greifmantel. Weil hier kann man sich nämlich noch ein Herzteil holen. Oh, zu weit. Verdammt. So. Kann mal gucken, ob ich mit ihm noch Fragmente vereinen kann. Ja. Hier, bitte. Oh, das müsste auf dem Gungulberg sein. Ja. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Gucken, was wir hier finden. Da aussieht eine Truhe mit 150 Rubinen. Und das war's auch schon. Schade. Okay, dann würde ich sagen, ich beende hier erstmal den Part. Ich hoffe, euch hat es dann soweit gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich wieder mit ein bisschen Fragmente vereinen, Suche. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.